Hallo meine lieben Leute, herzlich willkommen zu BoneLab. Ja, ich habe mich entschieden, Boneworks nicht weiterzumachen, aus Gründen der Qualität. Weswegen ich jetzt mich entschieden habe, BoneLab anzufangen. Beziehungsweise für euch durchzuspielen, die Story. Und wenn das hier jetzt alles funktioniert, so wie es soll, werde ich danach Boneworks nochmal in anständiger Qualität machen. So. Doch zuerst. Ah, finally, der ist bei uns. Nehmen wir den Avatar-Würfel, um zu entscheiden, wer wir sind. Okay. Wir sind anscheinend. Weiblich, hellhäutig, das soll reichen. Und nun lassen wir alles, was wir waren, hinter uns. Ein symbolischer Tod des alten Wesens, um zu etwas Neuem aufzusteigen. Willkommen auf meiner Hinrichtung. Bin gespannt, was ich euch eigentlich getan habe, Leute. Oh, ja, ja, das geht tief runter. Das geht definitiv tief runter. Oh boy. Ah. Ihr kriegt wahrscheinlich sonst nicht viel Show hier in eurem Dorf, oder? Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Ah. Deus Ex Machina, Moment. Und tschüss. So. Und hier beginnt der Abstieg. Ach. Wenigstens ein bisschen Licht haben wir. Meine Beine wollen gerade nicht. Was ist denn hier los? Naja, immerhin habe ich welche, würde ich sagen. Ihm geht's nicht ganz so gut. Oh ja, die Szene habt ihr doch alle im Trailer gesehen. Ah! Und zack. Ja, Menü funktioniert immer noch genauso, wie es soll. Ups, einmal die richtige Taste drücken. Aha, aha. Seht ihr? Seht ihr? So, Licht packe ich auch erstmal weg. Oh, hier haben wir unsere Georgia Guidestones praktisch. Precepts of Harmony in Heaven's Reach. Contentness within Garden Walls. Gratitude for Divine Provision. Rejection of Unholy Arts. Labor constantly to better the land. Pay no heed below the belt. Obedience to elders, clergy and superiors. Respect and keep the holy safety bubble distance. And rejection of all modification to body, mind, environment. Ah, das sind halt richtige Hardliner, die bei Heaven's Reach, ne? Anscheinend. Also nur für Kontext, Heaven's Reach ist dieses Dorf, in dem ich war. Bei diesen netten Leuten, die mich gerade versucht haben zu hängen. Was glücklicherweise ziemlich schief lief. Gut für mich. Upp. So. Note, Heaven's Reach, Grand Elder. After great deliberation with the underdwellers, we have decided to seal up these tombs and retract any record of their existence. Far too long have we retained this devilish pact, allowing these subterranean demons to toy with the souls of our flock. Henceforth, we shall ensure our destitutes are unable to reach these horrible halls at any cost. The horrors of keeping souls alive while the flesh decays. This is necromancy.
So, macht euch auch keine Sorgen. Ich werde nicht jedes Clipboard vorlesen. Ich werde sie dann einfach kurz mal in die Kamera halten. Dann könnt ihr selber Pause machen. Ja, haha. So. Hab ich sie fallen lassen? Ja, ich habe sie fallen lassen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ach ja, ich habe die Pfanne da ja. Es geht schon wieder los mit dem Inventarmanagement. Okay. Oh, da habe ich nochmal Glück gehabt. So, die erste Gacha-Kapsel. Und, ach komm, einfach weil es Spaß macht. Yes, das muss sein. So, wie gesagt, einmal kurz in die Kamera. War hier nicht noch irgendwo was? Ah ja, eine Gacha-Kapsel. Spiked Club. My favorite kind of club, actually. So, Schlüssel ins Schloss, das kann ich. Wonder what they did. Yeah, what did you do, huh? Oh, mighty finger. Ach komm, setzen wir seinem Leiden ein Ende. So, gute Tat für heute. Et tu, Brute? Oh. Dich hau ich in die Pfanne. Oder mit der Pfanne, je nachdem. Oh, noch einer. Gut, gucken kannst du aber nicht, ne? Hallo? Oh, jetzt hat er mich gesehen. Bonk. Ah, okay. Dann einmal. Oh, er sitzt fest. Gut. So. Geht doch. So. Da oben ist noch eine Gacha-Kapsel. Die wollen wir natürlich nicht auslassen. Ah, okay, das Springen hätte ich mir eigentlich sparen können. So. Ganz easy, ganz langsam. So. So. Na. Verdammt. So, okay. Ich vielleicht eher hier festhalte. Dann funktioniert das ganz genau. Verdammt. Warum kann ich mich hier nicht festhalten? Das ist doch gemein, aber wenn ich meine Hand hier jetzt ganz vorsichtig. Nein! Oh. Hm. Oh. Er steht aber auch schon unter Stress da hinten, der Stein. Okay, einmal versuchen wir das jetzt noch. Ah. Okay. Ein Stück weiter rüber komme hier irgendwie. Kann ich mich hier halten? Nein, kann ich nicht. Okay, nicht abrutschen. Gott. Wisst ihr was? Ich hole die einfach später. Stehen hier nicht unter Zeitdruck oder so. So. Zu meiner Spezialität Hebel umlegen. Aha. Und runter. Ups. You be warned. Lava, hey. Nix Paparazzi. Okay. Und.
Ah, nice and easy. Und nochmal. Und, aha, das war mein Schienbein. Ich hab's genau gemerkt. Hal here was causing a lot of trouble over in Fantasyland. Good thing I showed up, right? Lava Game. Jawohl. Da wollen wir hin. So. Noch eine Gacha-Kapsel. Und. Ah, ja, noch das Clipboard, genau. Ah. Gott, ist das Rad schrecklich mit dem Licht. Gucken. Ah, ich glaube, so geht's irgendwie. Ha. So. Geht doch. Wow. Ich bin gestolpert. How many know about this? Where is everyone? I don't know. Mein alter Freund, das Brecheisen. Oh, mein alter Feind, das Crabnet. Okay. Komm her. Oh, na los, komm. So. Das Licht brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und, upsala. Hat mir gerade den Strom aus der Powerbank gezogen. Einen Moment. Ja, sehr professionell gelöst. Powerbank in der Kapuze im Nacken. Aber besser als alle dreiviertel Stunde oder so die Aufnahme unterbrechen zu müssen. So, einen Moment. Ah. Ach, ist das doch nicht wahr. Ich hab's sofort. So. 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 Alles, wie es sein soll. Weiter jetzt. Gun here. Da sind die Nalbadis schon wieder. Und verdammt! Okay. So, hier ist zwar Munition nicht so wichtig wie bei Boneworks, weil man sie nicht als Währung benutzt, aber trotzdem schon wichtig. It may look peaceful out here, but it isn't. There's something hostile out there. Na, muss noch reichen. Oder auch nicht. Hey. So. Aha, wusste ich doch. Ich weiß echt nicht, was das mit dem Laufen ist. Ich drücke den Stick nach vorne, aber irgendwie scheint das nicht auszureichen. Moment, hier war doch noch was. Zu dir komme ich gleich. Jawohl. Haha, Schlüssel. So, nun komme ich zu dir. Ach, hier kommst du rum. So. Und. Warum laufen die beiden Bänder eigentlich in die gleiche Richtung? Müsste nicht eins in die andere laufen?
trouble. Uah. Yay. Ach komm. Ah, Einbrecheisen. Linke Hand. So. Das ist kein Brecheisen. Wo habe ich es hingepackt? Hier. Okay. Und? Ah, verdammt. Das lief jetzt nicht, wie es soll. Okay, fine with me. Okay. So, jetzt kommen wir hier in den Maintenance-Bereich. Und hier finden wir... Ah, oh Gott. Ah, mein Arm. Nächster Versuch, so. Ein Müllsack. Progress. Yay. Nee, mehr war hier, glaube ich, nicht. Aber noch was für die Sandbox. Ich bin noch nicht bescheuert. Ich bin ein fauler Mensch. Ich renne doch keine Rolltreppe hoch. Excuse me, danke. Ja. Oh, Moment. Doof, wenn ich mit dem Daumen darauf bin. So. Bitteschön. Staff only. Ich fühle mich befugt. Nicht die Gacha-Katze vergessen. Oh ja. Na komm. Was ist denn hier da oben? Oh. Verdammt, nochmal. Aha. okay. Yep. So. Okay. Düster hier. MythOS. Da sind wir wieder. Verdammt. Hey. Okay. Ach ja, bevor ich es vergesse.
Oh, toll. Ja. Wenn wir nämlich hier hinten hingehen. Ach, was ist mit meinen Beinen los? Das ist echt nervig. Finden wir hier unten einen Haufen Munition und eine Schrotflinte. So, da sind wir wieder. Nein, ich habe schon mal gesagt, ich renne die Dinger nicht hoch. Ach komm. Nee. So. Und wenn wir hier hingehen. Finden wir einen Kubus. Eine Cardboardbox. Ups, na? Was soll das denn jetzt? So, der Aufzug für City District 06, sorry. Why do you even use elevators in the simulation? Elevators are creepy. Every time I get in one, I'm afraid it will snap and break and fall. I know this is a simulation and there is no reason that it will ever happen. But using this one as the only way to get in out of the simulation for employees seems a bit ridiculous, no? Ooh, foreshadowing. Melonen. Und Munition. So. Emergency Exit. So, wir müssen uns natürlich zum Glück keine Sorgen machen, dass dieser Fahrstuhl in irgendeiner Form abstürzen wird. Denn das ist hier nur eine Simulation. You're on your own from here on out, pal. You're on. Oh, fuck. It's a long story. But hey, welcome home. Oh no. Und tschüss. Und voll in den Ladescreen reingesmashed. Wo sind wir gelandet? Welcome to the lab. Hier sind wir. So. Jetzt dürfen wir erstmal die einzelnen Module freischalten. Eigentlich möchte ich gerade gar nicht sagen wegen dem Lied, es ist einfach so gut. Genau, wir können hier schon mal die Batterien reinstecken.
Okay. Auf zu den Modulen. Beginnen wir mit der Drop Pit. Und ich weiß, dieses Lied ist super, aber hört es euch doch von Michael Wyckoff direkt auf seinem Kanal an. Da tut ihr ihm, glaube ich, einen Gefallen mit. Ich werde den hier mal verlinken. So. Die Drop Pit, die Fallgrube. Kill to advance. Mein Lebensmotto übrigens. Nur so, kommt mal weiter. So. Jetzt Munition mitnehmen. Müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Okay, und... Ach komm, wir nehmen die Kalaschnikow. Ein gutes Gewehr. Huch. Und wir machen das... Oh, Stickdrift. Ganz fies. Stellen wir natürlich auf hart. Und... 3, 2, 1, go! Ging ja gar nicht gut los hier. Oh shit. So. Weiter geht's. Wir gehen unten rum. Oh, Mensch! Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ups. Ach na, ganz klassisch. Na. Das gibt's doch nicht. So, sechs. Und jetzt fehlt nur noch Erda. Dafür schießen wir hier oben auf die Piste. So, geht doch. Mann, das war jetzt auch eine schwere Geburt. So, braucht man nicht mehr. Sonst bin ich eigentlich in Drop Hit gar nicht so schlecht, glaubt's mir. So, durch die Disintegratorwand. Und... Was ist denn hier heute los mit mir? Oh. Also wirklich.
Das ist ja echt peinlich, was ich hier gerade abliefer. Okay. Geschafft. So. Letzter Teil. Shotgun. Wir nehmen die M4. Machen wir gleich eine nach. Ups. Nein. Boah, das war knapp. Eins. Ah. Und 6 Kugeln drinne. Okay. Okay. 3, 4, 5 und 6. So. Minuten 31 und es geht ja noch. So, so long and thanks for all the fish. Oui. Versucht von einer normalen mechanischen Festplatte zu starten. Also unter 2 Minuten ist da ein Ladescreen nicht vorbeigegangen. So, und dadurch, dass wir jetzt das Modul benutzt haben, ist jetzt diese Kugel da in der Kiste freigeschaltet. Das machen wir jetzt noch. Schon 2 freigeschaltet? Was ist denn noch freigeschaltet? Ach, Mods ist auch automatisch. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Arena. Oder? Nein, komm, wir machen mal eine Runde Container Yard. Ich spiele die Arena viel zu oft. So. Erstmal die gute Boardgun. Falls es euch interessiert, hier gibt es auf meinem Kanal ein Video, wo ich einen wunderbaren Bug zeige, wie man diese Boardgun ausnutzen kann. Ist echt praktisch. So, und hier haben wir auf jeden Fall eine Lasergun. Genau. Die nehmen wir uns mit. So. Und jetzt spielen wir eine Runde Void. Use the energy battery to harness the Void energy and open a portal to escape. Ganz genau, so. Na. Ah, genau dahin. So. Jetzt machen wir genau das. Gehen zum ersten Void Lake. Batterie rein. So. Und jetzt verteidigen, bis das Ding aufgeladen ist. Hey, Finger weg. Oh, da ist schon wieder einer. Ist auch mega praktisch, dass man die Laserknarre nicht nochmal durchladen muss, wenn sie leer ist. Also klar, Magazin nochmal rein. Aber die zieht sich automatisch nach. So, Hälfte.
Hey. Geladen. Ja, toll. Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass ich jetzt meine Aufnahme auskomme, ohne die Batterie zu laden. Hahaha. So. Hier rein. Und. Ah ja, genau, jetzt erstmal ein bisschen auf den Piep warten. So. Und jetzt kommen die richtig fiesen. Genau. Da ist er, der. Was ist es? T-1000 oder so? Keine Ahnung. Ich habe nie Terminator geguckt. Ich weiß, shocking. Oh, der kann aber auch Laser fressen wie sonst was. Da hinten. So. So, was hätten wir? Huh. So. Und so. Geladen. Jetzt können wir zum nächsten. Ich glaube, überlegen, wo der war. Definitiv nicht hier. Und wenn ich jetzt hier und von hier aus da hier. Genau, dann bin ich wieder hier drüben und da muss ich hin. So, einmal ein bisschen von oben gucken, das hilft doch schon wieder. So. Come and get me. Na? Wow. Wo kam der jetzt? Oh, da muss ich doch gleich mal hin. Wer sagt hier hell? Weniger Kaffee trinken, mein Gott. Ist ja schrecklich. Hallo? Hey. So. Okay. Boah. Digga, schreck mich nicht so. Ist ja unerhört. Okay, und? Mach. Nein, natürlich muss ich erstmal warten, bis das Licht grün wird. Okay. Da hinten kommen schon die nächsten. Der fällt auch schon hin. Das ging jetzt ja mal ganz gut.
Ah, okay. So. Oh! Noch ein Terminator. Oh nein. Die rote Bedrohung. Noch nicht? Ah, okay. Erst noch den Terminator terminieren. Immer noch nicht? Wer fehlt mir noch? Ach so, da bist du ja. Noch nicht genug von den Terminatoren terminiert. So, jetzt aber. Noch einer. Oder was? Ah, da fliegt was. Okay. Whatever, man. Whatever. Okay, okay. Auf zur letzten. Moment. Ich laufe schon wieder falsch. Dios mio. Orientierung ist nicht so mein Ding. So, dann ging es jetzt hier rum und... da hinten. Ziemlich sicher. So, wo ist der Stöpsel? Da. Die Wände bewegen sich, oh mein Gott. So, kommt. Ich bin bereit. Und ihr? Ha? Oh, kommt schon. Ach, da hat sich schon mal einer durchgetraut. Da kommt die Nachhut, so. Auch weg. Ja, voll vorgerannt, ganz klassisch. Selber, hey. Batterie voll. So, jetzt bin ich wieder voll dran vorbeigerannt. Ah, so. Jesus. Was machst du denn da oben? Oh.
Okay. So. Wollen wir die letzte Fuhre hier mal reinschubsen, wa? Okay. Moment. Komm her, Terminator. Komm her. Einmal hier ins Feld rein, bitte. Genau. Haha. Überladen. Oh nein. Bitte liegen bleiben, danke. Genau, einmal da rein und so. Ganz professionell. So, du kommst hier auch mal bitte her. Genau. Und oh, verdammt. Nochmal, komm. Dein Ernst jetzt. Also wenn du schon nicht kooperieren möchtest, ne? Oh. Ah. So. Das ist unser Void-Portal. So, da wollen wir jetzt aber mal voll mit Stil reinsliden. Ah, genau. Toll, jetzt muss ich einmal komplett außen rum. Aber das muss sein. So viel Stil muss man dann doch haben. Ach, mir fällt gerade auf, ich hätte das so viel einfacher machen können. Egal, egal, egal. So, jetzt nur noch einmal hier hoch. So, das war jetzt knapp. So, Brecheisen. Und hepp. Verdammt. Ah, geht doch. Auf in den Void. Yeah. Wow, war das jetzt unspektakulär. Es tut mir leid. Das musste sein. Okay.
uns das jetzt? 3 Module gebracht, okay. So. Ah, das ist aber eins von den Modulen. Okay. Und fehlt noch Parkour. Upp. Dann machen wir doch einmal... Ach komm, machen wir Rooftops. Eine Runde Matrix. Hallo? Wake up. They're coming. Don't fight. Get out. Go. Now. Okay. Eben schnell einmal meine Pusten aufladen. Und auf geht's. Oh. Ah. Bullet time. Sehr schön. Nein! Ah! Oh, verdammt. Das ist jetzt nicht passiert. Was ist mit dir los? Okay. Wir ignorieren einfach mal, dass meine Grafikkarte ein bisschen rumspackt. Das ist gerade gar nicht passiert. Meine Güte. Oh, jump. Oh, da will ich jetzt gar nicht eingreifen. Oh. Nice. Verdammt. Und hüpp. Operator, ich brauche einen Ausgang. Ah. Ah, wie schnell waren wir? 1:13. Das geht besser. Okay, mein Kater rastet gerade wieder ein bisschen aus. Mit seinem Lieblingskarton, ja. Immer nachdem bei Amazon oder so bestellt wurde, er freut sich immer. Er kriegt einen neuen Karton. Bis dahin ist der alte wahrscheinlich auch meistens schon kaputt gespielt. So. Thank you.
Alles klar. So, dann spielen wir mal eine Runde Crane Game. Genau, da ist unser Kran. So. Nummer 1 eingesetzt. Upp, alles klar. Da kommt Nummer 2. So. Und dann noch den aus dem Arena-Modul. So, sehr schön. Alles klar. Damit ist die Quarantänetür offen. So. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss bei dem Video, um zu gucken, ob das jetzt mit der Aufnahme auch alles funktioniert hat, so wie ich mir das vorstelle. Und wir sehen uns dann beim zweiten Teil von Bone Lab. Bis dahin. Penguin Pro Doc Sanje.